So, Leute, damit sind wir zurück bei Duels of the Planeswalkers Magic Ticket Ring 2014. Wir spielen jetzt gegen Garruk Wildsprecher. Zeig mich mal, was wir haben. Letztes Mal lief ja ziemlich gut eigentlich. Ich möchte die Karten dann behalten. Die sieht gut aus. Er spielt natürlich rein grün. Logisch. Sollte auch anders spielen. Ich meine, ist ja total out, irgendwie mal was anderes zu spielen als seine eigene Farbe. Oh, wow. Oh, wow. Ich meine, an dem dürfte er nicht vorbeikommen. Dürfte so ziemlich 90% seiner ganzen Kreaturen aufhalten. Ich weiß halt jetzt überhaupt nicht, was er drin hat. Das ist halt so ein bisschen die Gefahr. Hm. Okay. Die kann ziemlich eklig werden. Jetzt hätte ich gerne Land. Besten blaues und weißes. Scheißegal, verdammt. Kein Land. Weiter. Im Notfall kriegen wir jetzt einen Damage. Mit einem Damage können wir leben. Wenn wir jetzt aber nächste Runde auch wieder kein Land ziehen, wird es langsam eng. Okay, er kann Leben wieder kriegen. Naja, klar, dass er sich jetzt Leben wiederholt, wo er nur kann, ist logisch. Zwei Damage abblocken, dann haben wir noch ein Damage. Dann ist alles in Ordnung. Bam, 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 bam. Immer noch kein Land. Ach komm. Ich habe immer auf so Spiele keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Ich hab Schluck auf, das ist viel schlimmer. Alter. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich weiß, es werden wieder 1000 Kommentare kommen. Cheater. Alter, dieser Schluck auf. Moment. So. Hoffentlich ist es jetzt besser. Nee, ist es nicht. Nee. Ätzend. Müsst ihr jetzt gerade mit leben? Nee, ich mach kurz Pause. Moment. Mach mal kurz. Hier weiter, 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 bis wir dran sind. Dann mal kurz Pause. Mit Schluck auf aufnehmen ist nämlich das Behindertste, was es gibt. Und für euch ist es auch nicht gerade schön anzuhören. Moment. So, jetzt sollte es gehen. Endlich. Herrgott, das hat jetzt aber gedauert. So. Bam, badam, bam, bam, bam. Ja, geht besser. So. Er hat die Spinne gespielt. Wir spielen den 0-2 Verteidiger. Damit kann er uns nicht viel tun. Ich jetzt nächste Runde den hier droppe. Kann ich danach die Runde was anderes droppen? Logischerweise. Shit. Plummet. Ich habe nicht gedacht, dass er Plummet hat. Okay, 4 Damage für uns. Das tut weh. So weh. So weh. So weh. So, ja, es bleibt zum Glück nur für eine Runde, das plus 3, plus 3. Also alles vollkommen in Ordnung. Draw. Fünf Mana Dief, 6 Mana ihn hier. Das wird schön. Vor allem, er wird schön, wenn wir gegen Jay spielen. Gibt's richtig auf die Fratze. Okay. Das Borg ist ziemlich stark. Also das Schwein da, was er gerade gespielt hat. Na komm, den Damage kriegen wir. Und wir sind dran. Land und ich will jetzt mal ein paar Pazifismus darauf spielen. Das Ding geht mir nämlich schon tierisch auf den Sack. So, mal gucken, ob er es gleich opfert, wenn wir es blocken. Er hat ein zweites. Und ein Land, okay. Hm.
Dich würde ich gerne mit dem da blocken. Blocken. Und? Ne. Opfer das nicht. Schade. Egal, jetzt haben wir erstmal unser Fliegevieh. Ich glaube nicht, dass er noch einen Plummet hat. Was bist du? Ah, Death Touch. Das ist eklig. Dass er da Death Touch hat. Bäh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie viele Inseln brauchen wir, um den anzugreifen? 5. Und 4. Können bisher nicht damit angreifen. Nicht so cool. Ist aber eine starke Verteidigung mit 5. Ja, ist ein 4-4er. Unserer stärker. So, ja, spielen wir nicht. Keine Handkarten mehr. Das ist gut zu wissen. Oh, geil. Für eine weitere Insel. Er hat keine Handkarten. Ich spiel's jetzt einfach. Komm. Was soll der falsche Geiz? Babam! Wir sind schneller. Wir schaffen es in 4 Runden. Er braucht 7. Jo. Greift an. Mach du mal. Und noch ein Land. Alles klar. Und 4 Leben. Auch okay. Immer das und warten und hauen mit der Hafenschlange mal nochmal drauf. Das ist echt eine Snake. Das ist echt eine Ophis. Krass geil. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es eine Schlange ist. Eine Seeschlange, ja. Aber eine einfache Schlange. Das ist schon selten. Okay, nun Land. Weiter. Zum Angriff. So, jetzt kann ich mich auch besser konzentrieren. Nach der Pause. Merke ich gerade so. Es läuft besser. Alter. Ja, am Anfang musste ich ja oft genug Mulligans nehmen. Oft genug. Den auf die Schlange. Ich mag sie nicht verlieren. Komme, was da wolle. Angriff. Okay. Dann hat er jetzt noch 2 Leben. Ich wüsste jetzt nicht, welche grüne Karte es in dem Set gibt, die ihn jetzt noch retten könnte. Keine. Fog. Also Nebel. Mit Nebel könnte er mir nochmal tierisch in die Parade fahren. Aber hat er nicht. Babam. So, Gauk besiegt und ein weiteres Booster freigeschaltet. Zeig mir das Booster mal an. Ist irgendwas Cooles da? Was bist du? Was bist du? Dir 2 Schaden zu. Okay. Das ist gut. Davon noch einen. Ja, eine reicht mir davon. Aber davon noch einen. Das will ich auf jeden Fall reinnehmen. Weiter. Ich will auf jeden Fall das Fläschchen reinnehmen. Nicht Seltenheit. Farbe, Mana-Kosten. Das Fläschchen will ich auf jeden Fall drin haben. Dafür kann ich das Ding mal rausnehmen.
Habe ich eh nie gezogen und ja. Das Fläschchen ist da doch wesentlich angenehmer. Vor allem, weil wir so viele Karten ziehen. Speichern und fortsetzen. Ah, Jace. Jace. Was mache ich denn jetzt mit dir? Wir sehen ja fast schon aus wie Brüder, oder nicht? Nur, dass ich noch ein bisschen Weiß mit drin habe. Und das sogar einer. Passt vom Ding her. Behalten wir mal. Und opfern für Blau. Gut, mach du mal. Wir spielen beide Blau. Wir müssen Brüder sein. Okay, beendet. Relativ schnell. Das ist übrigens unsere Trumpfkarte gegen. Weil von wegen Inseltarnung und so. Jetzt hoffe ich nur, dass es mit den Ländern passt. Okay. 1-3er. Ich müsste halt zwei Länder hintereinander ziehen. Mache ich nicht. Ihr kennt das die Prozedur. Zweimal lasse ich mir das gefallen, wenn ich dann beim dritten Mal kein Land ziehe. Macht es für mich keinen Sinn, weiterzuspielen. Weil dann bin ich vor allem im Sealed Deck zu weit hinten dran. Im normalen Spielmodus lasse ich mir das noch gefallen, aber im Sealed nicht. Oder sowas wie die Qualle. Die Qualle wäre jetzt auch noch okay. Wobei ein Land wäre einfach besser. Okay, eine Chance hast du noch. Sozusagen. Alter, ich habe 15 Länder da drin. Kann ja nicht angehen, dass ich davon nur 3 ziehe. Boah, ja, genau. Und ein Land. Bitte, ein Land. Herrgott, ein Land. Dankeschön. Dann kann ich sogar richtig gut weiterspielen. Der wird jetzt erstmal vernichtet. Und die fizzelt. Gott. Jetzt am besten noch eine Insel. Das wäre so geil. Wobei, ich habe noch keine Zauber. Das ist total interessant. Okay. Die Karte ist gar nicht mal so gut. Aber für sich ganz lustig. Würde ich bei mir gerne im Commander spielen. Weil für Commander ist die geil. Stimmt wie die, die ist 2-3. Die hält zumindest den da vom Leib. Seine aktiviert ihn jetzt. Was für den 2-3 echt nicht schade wäre. Dann wird er wohl nicht angreifen. Oder mir den so zurück auf die Hand geben, natürlich. Das ist natürlich möglich. Ach ja. Ist das Leben nicht herrlich? Den wird er mir wahrscheinlich reinmischen lassen. Bitte kopiert ihr davon ein. Alter, noch so ein 2-1er Flieger. Gut, dass wir so viele Flieger haben. So. Kriegen wir jetzt noch ein Damage. Aber Kleinvieh macht auch Mist, wie wir selber wissen. Kaufen wir uns mal eine Runde Zeit. Oh, der Rückrufer. Ja, der Rückruf.
auf meine Jelly. Echt jetzt? Echt jetzt? Auf meine Jelly? Nebenbank. Nebenbank.